Halleluja, oh Glorias, ein gesegneten Morgen, liebe Geschwister, herzlich willkommen in Jesu Namen. Was für ein Segen, dass wir diesen Tag mit dem Herrn beginnen dürfen. Und all diejenigen, die noch in ihren Betten liegen, wir lieben euch trotzdem. Schön, dass ihr da seid, oh Glorias. Wie schön, dass wir den Tag mit dem Herrn beginnen dürfen, nicht? Und Vater, wir möchten dir danken, Herr, du bist der Gott, der uns führt. Wir gehen in deiner Gnade, du hast wunderbare Verheißungen, Herr. Und wir proklamieren die Zusage deines Wortes am heutigen Morgen in Jesu Namen. Amen. Amen. Und Amen. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Jakobus Kapitel 1, Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Wenn du Gottes Wort betrachtest, vom Anfang des alten Bundes bis zum Ende des neuen Bundes, ist eine so eine rote Linie, die sich durchzieht durch die ganze Bibel, und die sagt, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Und ich finde es interessant, wenn wir in Länder reisen, wo wir predigen, wo manchmal auch die Pfingstbewegung ist, und da sieht man immer wieder die Pastoren fort sagen, Gott ist gut, und die Gemeinde sagt, alle Zeit. Und der Pastor sagt, alle Zeit, und die Gemeinde sagt, Gott ist gut. Wenn wir wirklich wüssten, dass Gott gut ist, wissen wir, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn Gott gut ist, so haben wir auch eine gute Zukunft. Wir haben diese gute Hoffnung. Und ich möchte dich heute ermutigen, erwarte Gutes. Denn du bist ein Kind Gottes. Ich merke immer wieder, wie wir hauptsächlich hier in diesem Land, da ist man so nüchtern. Man ist Realist, sagt. Das ist einfach die Wahrheit. Und wir sehen vom irdischen Standpunkt die Sichte, die Dinge, und wir sind gewöhnlich sehr negativ geprägt. Wir erwarten das Böse, damit wir nicht eine böse Überraschung haben. Also in allen Bereichen erwarten wir, damit wir uns nicht negativ überraschen, erwarten wir schon was Negatives, also dann überrascht mich nichts Negatives. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Die Bibel spricht von einer guten Hoffnung. Und das Wunderbare ist, ich möchte sagen, nicht nur erwarte Gutes, erwarte das Beste. Denn der Beste, das ist dein Gott, er führt uns und wir dürfen in seiner Gnade gehen. Wenn wir sehen, wo der Apostel Paulus spricht von diesen wunderbaren Zusagen, die wir haben und von der Frucht des Geistes, und er spricht davon Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Er spricht über das Gute und dann spricht er über all das, was der Feind macht. Und sehr oft fokussieren wir als Menschen uns an dem Negativen, was gesagt wurde. Ich weiß, ein Atheist, er wurde gewählt im Bundestag. Ich sage, wie wurdest du gewählt? Sagt er, ganz einfach. Ich habe was sehr Böses über die Christen gesagt und alle Christen haben das gepostet. So bin ich berühmt geworden. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir uns fokussieren auf das Negative, was der Feind macht. Wir empören uns über das Böse, was der Feind macht. Aber die Bibel sagt, dass er ist böse. Also es gehört zu seinem Wesen, das Böse zu tun. Aber wir gehören zu Gott und wir tun nicht nur das Gute. Wir erwarten nicht nur das Gute, sondern wir denken das. Das ist das, was Gott uns gibt. Es ist etwas, was logisch ist. Aber für uns Kinder Gottes ist es oft so anders. Ich erinnere mich, ein Bruder, er kam und sprach über eine Person in der Gemeinde. Und dann sagt er, siehst, das habe ich schon vor Jahren gesagt. Ich wusste es. Sagt der Pastor, nein, du wusstest es nicht, du hast es verursacht. Durch dein Wort hast du verursacht die Zukunft dieses deines Familienangehörigen. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir Teilhaber sind von dem, was in der Zukunft geschieht. In Psalm 73, Vers 1, sagt er, sicherlich ist Gott gut zu Israel und zu all denen, die reines Herzens haben. Gott ist gut. Und dieses Wunderbare, dass wir es erwarten, ist, dass wir in der Gnade Gottes gehen, dass Gott uns diese Verheißung gibt und dass wir eigentlich in Matthäus Kapitel 9, spricht es von einer von den Heilungen von Jesus, wo Jesus da einen Mann die Augen anrührt und er wird geheilt. Und er sagt zu ihm, euch geschehe nach eurem Glauben. Du lebst das, was du glaubst. Und wir merken oft gar nicht, wie sehr wir verursachen unser Ergebnis, weil wir darauf achten, dass wir einen logischen Syllogismus haben. Also, wir leben in dieser Situation, die Situation ist schlecht und wir werden nicht schaffen. Ich erinnere mich an einen Freund von mir, dem geht es heute sehr gut. Er war eine Zeit lang, hatte er sehr große finanzielle Schwierigkeiten und dann kam sein Vorgesetzter vor ihm, er ist nicht Christ, sagt er, du, in dieser deiner schwierigen Zeit würde ich sagen, lass mal deine Beiträge zu dem Herrn mal ein Jahr ausfallen und du wirst sehen, es wird dir besser gehen.
sagte, aha, er sagt, ich habe ein Jahr das Doppelte gespendet, sagte, und jetzt geht's mir gut. Geschwister, Gottes Wort ist wahrhaftig. Wir merken oft gar nicht, wie sehr wir in der Gnade. Es gibt Menschen, die mich ganz besonders begeistern. Aber eine Person, die mich sehr begeistert über gute Zukunftshoffnung, ist Josef. Josef, die ganze Voraussetzungen war und alles, was logische war, ist, dass er würde am Ende irgendwo vergammeln in ein Gefängnis. Aber er hat was anderes erwartet. Und ganz am Ende, im letzten Kapitel von 1. Moses, von Genesis, haben wir im Vers 20, da sagt er, ihr wolltet Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Amen. Er sagt, da ist Böses von irdischen Maschine geplant worden, aber das Ergebnis ist nicht das, was ihr wollt, sondern das, was Gott wollte. Pharao hatte Böses geplant über das Volk Israel und immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder kam es heraus, das, was Gott geplant hat, das ist, was sich ereignet. Geschwister, wenn wir wissen, dass Gott allmächtig ist, dass Gott uns segnet, dass wir in seiner Gnade gehen, warum haben wir so viel Furcht? Warum nehmen wir so viele Dinge nicht in Anspruch? Das Zweite, was ich sehe hier, was mich begeistert bei Josef, er sagt, nicht nur das, er sagt, ihr braucht also nicht Angst zu haben, ich werde euch und eure Familie sorgen. So beruhigte er und war freundlich zu ihnen. Diese Hoffnung, die Josef hatte, hat nicht nur sein Leben beeinflusst, es hat diejenigen beeinflusst, die seine Familie waren, die eigentlich böse Absichten hatten, die er eigentlich auslöschen konnte, aber er kannte Gottes Purpose, Gottes Ziel. Gottes Ziel war, dass Israel würde ein Segen sein. So sagt er, ich werde für euch sorgen. Wenn es Gottes Plan ist, dass ihr gesegnet seid, werde ich Instrument Gottes sein, euch zu sorgen, selbst wenn ihr mir Böses angetan habt. Und Josef hatte diese gute Hoffnung. Ich bin so begeistert von ihm. Und dann weiter in Vers 24. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende. Aber Gott wird euch zu Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das Abraham, Isaak, Jakob versprochen hat. Was ist das für ein Mensch? Hoffnung jenseits des Todes. Er ist derjenige, der sterben wird. Und er kommt zu seinen Brüdern und sagt, macht euch keine Sorgen, ich sterbe. Aber das sind die Verheißungen Gottes in eurem Leben. Diese Verheißungen werden sich erfüllen. Gott wird euch zurückbringen in das verheißene Land. Und er hört nicht darauf auf. Er geht weiter, Vers 25. Schwört mir, dass ihr meine Knochen mitnehmt, wenn Gott euch nach Kanaan bringt. Ich will dabei sein. Selbst wenn ich nicht mehr im Leben bin, meine Knochen werden dabei sein. Denn er hatte Hoffnung und gute Hoffnung jenseits des Todes. Denn er wusste, Gott ist gut. Weißt du, dass Gott gut ist? Oft vergessen wir es. Wir sind so vergesslich in dem und wir richten uns so oft nach dem, was Menschen über uns sagen. Diese Woche musste ich darüber nachdenken, was die Menschen über David, wie die Menschen David sahen. Die Brüder sahen David als ein Schwächling. Gott sah David als ein Sieger. König Saul sah David als ein Kämpfer. Gott sah David als ein König. Ah, Geschwister. König Saul versuchte David mit einer Lanze zu durchstechen. David hatte sein Herz dem König der Könige gegeben. David, sein Vater, nahm David nicht ernst. Gott, der Vater, setzte ihn als Wurzel für Jesus. Shimi verfluchte David. Gott segnete David. Oh, Glorias. Absalom wollte die Krone seines Vaters. Gott gab seinen Sohn die Krone Davids. Halleluja. König Saul gebrauchte all seinen königlichen Apparat, um David zu jagen. Gott gebrauchte seine himmlische Armee, um David zu schützen. David wurde von seinem Vater vergessen, von seinen Brüdern geächtet, vom König verfolgt, von seinem Sohn in Flucht getrieben. Aber Gott hat ihn gesegnet. Es ist nicht wichtig, wie Menschen dich sehen. Irrelevant, was Menschen von dir halten. Egal, was die anderen über dich reden. Unabhängig, wie viel mal andere dich fertig machen. Nur eins ist wichtig, wie Gott dich sieht. Ah, Geschwister. Und oft vergessen wir das nicht, wahr? Wenn wir gerade in Trübsal sind, wenn wir nöten, wenn es familiär etwas schwierig ist, wir merken gar nicht. Ich erinnere mich diesen einen lieben Bruder, er ist heute ein sehr bekannter Pastor. Und er sagte, wo er 17 Jahre war, er hatte wirklich eine sehr böse Phase in seinem Leben. Hat er mit seinem Vater diskutiert, hat er seinen Vater verflucht. Und sein Vater fing an zu schmunzeln und sagte, Papa, was ist los mit dir? Sagt er, mein Sohn, wenn du diese deine Argumente so in der Zukunft in deinem Dienst einsetzen wirst, du wirst der beste Prediger der Welt werden. Er sagte, wie konnte mein Vater sowas über mich sagen? Ich war in der schlimmsten Phase meines Lebens. Ich wollte nichts von Gott wissen. Aber er hat Segen in meinem Leben hineingesprochen. Oft merken wir das nicht. Erzähl mir die Geschichte hier von einer lieben Schwester, die hat einen sehr schlechten Schicksal gehabt und ihr Sohn lag in Drogen und sie kam eines Tages hier
im Gottesdienst und öffnete die Bibel, zeigte mir das Foto von ihrem Sohn und sagte mir, schau mal hier, mein Sohn. Da war er gerade im Kiffen, waren Drogen, große Schwierigkeiten. Und ich sagte ihm, und wie ist er? Er sagt, eigentlich ein lieber Junge, aber der ist so ein Drogen. Ich sage, kannst du ihn mal mitbringen zum Gottesdienst? Und dann stand gerade ihr Geburtstag vor, stand Muttertag vor. Und dann eines Sonntags kam er zum Gottesdienst. Er sah wirklich sehr schlimm aus. Und nach dem Gottesdienst sagte ich ihm, kannst du mir einen Gefallen tun? Sag, kannst du hier nach vorne kommen auf den Pult? Du nimmst meine Bibel in der Hand und hältst sie in die Höhe. Habe ich ein Foto von ihm gemacht, habe das Foto entwickeln lassen, habe es später ihr geschickt. Ich sage, dieses Foto steckst du in deiner Bibel. So schaust du deinen Sohn an. So wird er sein, ein Mann Gottes. Halleluja. Geschwister, schau nicht auf das, wie es aussieht. Schau auf das, wie es sein wird. Und Gott wird dich da wunderbar führen. Er ist der Gott, der Neues wird. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Und er hat diese wunderbare Verheißungen in unserem Leben, dass wir in der Gnade Gottes eine gute Hoffnung haben können. Erwarte Gutes. Ich möchte korrigieren. Erwarte das Beste. Erwarte das Beste. Aber um das Beste zu erwarten, und das sagt der Psalmist, er kommt und er sagt, Gott ist gut zu Israel, zu allen, die reines Herzens haben. Das kann niemand bestreiten. Ich möchte dich ermutigen, dran zu glauben, unabhängig von deinen Umständen, seien sie familiär, seien sie in Bezug auf Finanzen. Wir haben dieses Wunderbare. Jesus sagt, es geschehe nach eurem Glauben. Er sagt in Johannes Kapitel 7, wenn ihr glaubt, wie die Schrift es sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann, er sagt, als Ende vom Psalm 1, sagt er, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Wir sehen oft die Dinge sehr nach menschlichen Perspektive. Und nach menschlicher Perspektive sieht es immer, als wenn es abwärts geht. Aber wir haben eins gelernt, und das sagt Jakobus, dass er ist der Vater des Lichts. Alles in ihm ist gut. Und das Gute kommt von ihnen. Wenn er der gute Gott ist, und wir sagen ja immer, Gott ist gut. Und das ist doch unlogisch, wenn wir sagen, Gott ist gut, und wir erwarten nicht Gutes von diesem Gott, der gut ist. Es kann nicht anders sein. Jesus selber sagt, ein Baum kann nicht andere Frucht geben als das, was sie geboren ist. Ein Feigenbaum, er kann nicht Disteln geben. Er bringt Feigen. Wir sind von Gott geboren. Wir dürfen in der Gnade Gottes gehen. Und Gott hat diese wunderbare Verheißung in unserem Leben, dass wir in seiner Gnade gehen. In 2. Korinther 3, Vers 18 spricht der Apostel Paulus, er sagt Vers 17, denn der Herr ist Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, Vers 18, sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und werden im selben Licht verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ganz so wie der Geist des Herrn es wirkt. Er spricht von der Herrlichkeit Gottes und sieht, dass wir im Spiegel werden so verwandelt werden, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie der Geist es wirkt. Wir haben oft sehr wenig Erwartung, wenn wir zu Gott kommen. Und wir sind Menschen, die eigentlich nicht andere Menschen begeistern. Wenn wir wirklich wüssten, wer in uns ist, wer wir sind, mit einer Begeisterung. Jedes Mal, wenn du jemand über Jesus redest, würdest du diese wunderbare Erwartung haben, er wird sich nicht nur bekehren, er wird ein Mann, eine Frau Gottes werden. Wenn wir mit Menschen reden, eine Begeisterung über die Kraft Gottes. Es ist nicht das, was Gott. Aber was erwarte ich, wenn ich über Jesus zu jemandem rede? Erwarte ich, dass er sich bekehrt? Oder sagst du einfach Dienst nach Vorschrift, Gott, du weißt alles. Nein, du weißt, Herr, ich tue jetzt diesen Samen hinein und du wirst ihn gedeihen lassen und er wird ein Mann Gottes. Und du kommst nach Hause und preist schon dem Herrn und betest für diese Person, dass sie möchte hineinkommen in der Berufung, die Gott dir vorgesehen hat. In deinem Kind, in deinem Bruder, in deinen Verwandten, in deinem Vater, in deiner Angestellten, in deinem Lehrer, in deinem Schwager, sogar die Schwiegermutter. Glaube, Gott hat Gutes vorbereitet. Amen. Oft vergessen wir es. Wir vergessen, dass Gott gute Pläne hat, nicht wahr? Wir vergessen, dass Gott gut ist. Ich staune immer über den Apostel Paulus, unabhängig von wo er schrieb. Er schrieb immer, freut euch in dem Herrn. Und nochmal sage ich euch, freut euch. Er schrieb vom Gefängnis. Der Imperator war Nero, also die Umstände lagen nicht gut. Er hatte keinen Grund, irdische Erwartungen Gutes zu hoffen. Aber er hoffte das Beste, er erwartete das Gute. Er wusste, dass selbst wenn er auf einem Schiff war, der Schiffbruch erleiden würde, würde Gott wegen ihm die Besatzung retten, wegen ihm alle Menschen helfen, wegen ihm den Segen ausstreuen, wegen ihm würde kein einziger umkommen, weil er gute Erwartung hatte. Wie ist dein Glaube in Bezug auf die Stürme dieser Zeit, nicht? Wir sind alle mit so viel apokalyptische, böse Verheißungen, hauptsächlich wir Evangelikalen, wir haben immer so eine prophetischen Worte, Endzeit der Zerstörung und jetzt geht's los und wir reden von dem Biest, von der Apokalypse und von dem Antichrist und von dem Geschwister, wir sind Kinder Gottes, wir reden über Gott. Wir haben einen guten Herrn, wir reden das Gute. Wir bringen die gute
Nachricht. Und das heißt das Evangelium. Das hat der Herr sogar schon Evangelium genannt, die gute Nachricht. Aber wir kapieren das nicht. Wir bringen die böse Nachricht. Schrecklich, schrecklich. Dein Ende wird schrecklich sein. Du weißt gar nicht, wie schlimm es ist. Es geht bergab mit diesem Land. Bald sind wir alle noch nur Penner. Keiner wird... Nein, es geht uns gut. Wir haben den Herrn in unserem Leben. Es geht auf, als Gott ist mit uns. Wir pilgern nach Zion. Unsere Heimat ist Neu-Jerusalem. Keine Waffe, die gegen uns geschmiedet wurde, wird erfolgreich sein. Glaubst du das? Warum leben wir dann so negativ? Oh, ich weiß nicht, oh nee, das wird nicht geben. Ich weiß, das wird nicht klappen. Ich sehe schon, wie mein Sohn uns zur Ruine treibt. Geschwister, der Geist, der den Himmel und Erde geschaffen hat, er wohnt in dir. Nichts ist unmöglich für Gott. Wenn für Gott nichts unmöglich ist und er in dir wohnt, ist für dich auch nichts unmöglich. Nicht wahr? Ist doch das, was die Bibel uns lehrt. Aber unser irdisches Fleisch, es weigert sich, die Maßstäbe Gottes anzunehmen. Und wir, die wir in Christus geboren sind, wir sollten wissen, in ihm, sagt Paulus, sind wir mehr als Überwinder. Jesus sagt, werdet ihr nicht nur Leben haben, sondern Leben in Fülle. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Aber dieses Leben in Fülle können wir nur haben, wenn wir zur Quelle gehen. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Es ist nicht die ganze Filmchen, das ganze Medien, alles das, was wir uns am Tag so viele Stunden aneignen. Denn auf einmal kommt sogar eine Meldung von deinen Medien. Sie haben jetzt schon so und so viel, sie haben, sind auf dem neuesten Punkt. Alles, was ist, haben sie schon gesehen. Und wir merken oft gar nicht, wir vermasseln das, was Gott in unserem Leben tun will. Wir glauben oft nicht richtig an Gott, aber Gott glaubt an uns, denn er hat uns seinen Geist gegeben und er weiß, wenn wir mit ihm geben, oh Gloria, wir haben nicht nur eine gute Hoffnung, wir erwarten nicht nur das Gute, wir erwarten das Beste, denn der Beste lebt in uns und in ihm, Halleluja, sind wir mehr als Überwinder, denn Gott ist gut, Halleluja. Oh, Gloria, Halleluja. Ja, Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, Herr. Und alle Zeit einfach nur gut, Herr. Deine Liebe ist so groß, Herr. Und wir danken dir so sehr, Herr, dass wir das eins annehmen dürfen, dass wir heute Kinder Gottes sind, Herr, und dass auch wir das Gute erwarten, Herr. Herr, nicht nur von dir, sondern auch von uns selber, Herr, für das, was du für uns hast, Herr. Dein Heiliger Geist wohnt doch in uns, Herr. Und so sind wir mehr als Sieger und Überwinder. Oh, Gloria, Herr, wie sind wir doch beschenkt, Herr. Wie sind wir so privilegiert, Herr, vergib, wenn wir es manchmal vergessen, wenn wir uns den Umständen dieser Welt anpassen oder wo wir uns beeinflussen lassen, Herr, wo wir so schnell unzufrieden sind, Herr, vergib es uns, Herr. Herr, wir wollen das Gute erwarten, Herr, denn du hast es, du meinst es gut mit uns, deine Liebe ist so groß, Jesus Christus hat uns gefunden, als wir noch Sünder waren, Herr, Halleluja, Herr, und wir dürfen heute Kinder Gottes sein, was für ein Geschenk, Herr, und so danke ich dir, Herr, danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir deine Anleitung haben. Wir danken dir, dass wir Geschwister haben, dass wir zusammenkommen dürfen, Herr. Und dass wir das Gute erkennen, Herr, dass wir das Gute sehen, Herr. Ich bete einfach, Herr, dass wir einen guten Samen aussehen, Herr. Und dass du deine Kinder führst, leitest und dass wir diese gute Hoffnung haben. Herr, wissen, dass wir bei dir geborgen sind, geschützt, getragen. Herr, du bist der, der mit uns geht. Wir sind nicht alleine, auch wenn wir in Schwierigkeiten oder Situationen stecken, Herr. Herr, wo der Feind uns versucht, da wegzuziehen von deiner Liebe, Herr. Aber Herr, du bist so viel größer, so viel mächtiger. Wir danken dir dafür. Danke, Herr, dass du es so gut meinst mit uns. Und Herr, vergib, wenn wir es manchmal vergessen. Wir wollen uns immer wieder neu daran erinnern. Herr, du hast gute Pläne. Herr, du meinst es gut und du willst, Herr, dass es uns gut geht, Herr. So bete ich einfach, dass du deine schützende Hand über uns hältst. Herr, dass wir uns wirklich von deinem Wort nähern, dass wir wirklich erfüllt werden von deinem Wort, dass wir einen festen Boden haben, dass wir nicht von Umständen, Situationen, Herr, hin und her gerissen werden, Herr, sondern unsere Hoffnung, die liegt in dir, Herr. Halleluja, Herr. Du bist unser Gott, du, der Himmel und Erde gemacht hast, du, der alles in der Hand hat, Herr, dass wir diesen Glauben haben, dieses Vertrauen haben, diese Hoffnung in dir, Herr. Herr, was kann uns, Herr, ja, Umstände, Situationen schon tun, Herr, denn du bist so viel größer und mächtiger. Oh, Gloria, wir loben und preisen dich und danken dir und erwarten auch heute das Beste von dir zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. In Jesu Namen. Amen.